so discouraged I can hardly stand it. The harder I try, the worse I get. Perhaps I should seek professional help. I think I need help. Everything I do turns to failure. I guess you know I've never succeeded at anything in my whole life. Charlie Brown, it's true. I recognize your frailties, your weaknesses. You need me to point out your faults, Charlie Brown. It's for your own good. Besides, I can do it for you better than anyone else. Man kann und muss wirklich feststellen, je weniger Zuwendung, Bestätigung und Liebe Kinder erfahren, desto mehr werden sie später eben mit narzisstischen Problemen zu kämpfen haben. Und das heißt, willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Recenter TV. Also das ist wohl eines der größten Phänomene, die Gruppen. Man sucht das Heil durch Gruppen. Bewahren Sie sich Ihre Seele, bewahren Sie sich Ihre Menschlichkeit. Also praktisch unter Menschen. Bewahren Sie sich Ihre Seele, bewahren Sie sich Ihre Menschlichkeit. Also praktisch unter Menschen ist es eigentlich sinnlos, sich einer Gruppe anzuschließen, von der man gar nicht weiß, ob sie narzisstisch ist oder nicht. Herzlich willkommen, liebe bei Recenter TV. Das ist extrem unbeliebt geworden wegen der Gier, weil an allem ein Preisschild gehängt wird und man betreibt auf dem Rücken geschundener Menschen Profitmaximierung. Solche Figuren, mein Name ist Alexander Benisch, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychiater, Psychoanalytiker, macht die Sendung Recenter TV bei MDR Free. Ich selbst kooperiere mit anderen Medien. Leute sind fasziniert. Recenter TV, ein paar Stereotype Delinquenten. Diesen Fantasiefiguren, diese Leute sind auch teilweise die Meister des Verbergens und des Täuschens. Menschen, die eine Verheißung haben. Ein heimlicher Neid auf mächtige Leute. Die klassischen Bösewichte, immer wieder die klassischen Bösewichter. Und klar, auch klassische Instrumentalisierung. Man fühlt sich da als Teil von irgendetwas Gerechtem, ohne tatsächlich etwas selber leisten zu wollen. Sie wollen quasi ihre Fantasievorstellungen übertragen auf eine Gruppe. Da gibt es eine schwere seelische Verletzung, die jetzt irgendwie einen Ausdruck sucht. Also das ist die Quelle meiner Erfahrung. Ist das eine Selbsttäuschung, ist das eine gemeine Falle oder ist das tatsächlich ein Notmodus zum Überleben? Das heißt, Leute sind fasziniert von Alexander Benisch, der tatsächlich klinisch absolut verrückt ist und der mit Substanzen experimentiert hat an Patienten. Man darf sicher sein, dass es eine hochpathologische Persönlichkeit ist. Der Kontrollfreak, der Ultradominante, der Stimmen hört. Jemand, der narzisstisch ist, was nicht überraschen sollte. Jemand mit einem Größenklein hat irgendwelche Gehirnteile erfunden, die nicht existieren. Er wurde in ärmlichste Verhältnisse hineingeboren. Die klassische narzisstische Störung. Jemand, der sie in 6 Monaten wie den letzten Dreck behandeln wird. Eine gekränkte, verletzte Persönlichkeit mit schwerster narzisstischer Problematik. Keine richtigen Freunde. Und wurde dann auch, glaube ich, mit 3 Jahren weggegeben an irgendeinen entfernten Verwandten. Die Mutter, völlig verzweifelt, versuchte eine eigenhändige Abtreibung, was misslungen ist. Frühe Verletzung, der Mangel an Bestätigung, früher Mangel an Liebe und Zuwendung. Da gibt es eine schwere seelische Verletzung, die jetzt irgendwie einen Ausdruck sucht. Die Unterwürfigkeit, irgendwann kam dann der Punkt, wo er tatsächlich glaubte, er ist der Messias. Da habe ich überhaupt keine Frage, dass der Strafe, nicht nur Strafe braucht, sondern mit Sicherheit auch behandelt werden müsste. Versuchte sich laut den Aufzeichnungen noch vor einen Bus zu werfen. Die Größenselbststörung, Recenter Shop, Hefnern, Leuten in Sternen. Man schiebt einfach alles auf irgendeine Volksgruppe. Erfolglose Menschen, kiffenden, faulen, antriebslosen Menschen, irgendeine Ethnie oder Untermenschen. Andere Leute, irgendeine Interessengemeinschaft, das Unterwürfigkeitsmuster. Also dieses Wissen kann Gesellschaften retten. Wir sehen zwar einzelne Beispiele, wo dann besonders Frauen, die sogenannten Juden, nicht vollständige Menschen. Das ist leider so.
da haben Sie sehr recht. Aus genetischen Gründen teilweise, aus anderen Gründen. Das erkläre ich auch immer den Liberalen, den Libertären. Nun, warum sehen wir das nicht in den Schulen? Warum ist das nicht längst Grundwissen? Und immer natürlich sind die anderen Gruppen, die anderen Ethnien, die anderen Religionen, sind die natürlich schlecht und vom Bösen getrieben, wollen den Erfolgreichen alles wegnehmen, um leistungslos zu einer bequemen Versorgung zu kommen, als wäre man ein Kind und die Eltern würden für alles bezahlen. Also, und die eigene Gruppe ist dann sakrosankt. Und die eigene Gruppe ist dann Selbstgerechtigkeit ist da ein ganz wichtiger Faktor. Ist der nur in Anführungszeichen narzisstisch oder hört er tatsächlich Stimmen wie Adolf Hitler? Meistens heißt es, naja, der Urheber sei jetzt das eine oder das andere politische System und man vermeidet und vermeidet und vermeidet es, über den Untermenschen zu sprechen. Insofern ist die Gefahr immer sehr groß, dass man verführt wird mit einfachen Positionen oder Slogans. Untermenschen, die eben vor allen Dingen den Blick auf andere lenken. Untermenschen, andere Leute, die sind schlecht, die müssen bekämpft werden. Untermenschen, das dient immer der eigenen Stabilisierung, eben vor allen Dingen dann, wenn solche seelischen Schwächen versteckt sind. Und solche Figuren, sei es jetzt Hitler, sei es jetzt Stalin, sei es jetzt Alexander Benisch, sei es jetzt Juden, die treffen immer wieder auf die gleichen Mechanismen und dann schließen sich diese Leute mit ihrem Narzissmus, schließen sich einer größeren narzisstischen Bewegung oder narzisstisch dominierten Bewegung an und dann wird das Ganze auf einmal sehr professionalisiert und verdammt gefährlich. Untermenschen. Ja, das ist leider so. Er sagte dann, Hitler ist ganz interessant zu studieren. Und wir haben vor kurzem einen deutschen Neurologen, glaube ich, der dann, das war in der Presse vor ein paar Tagen, er sagte dann, man könne feststellen, anhand von Gehirnscans, dass bei ganz, ganz schweren pathologischen Fällen, dass einfach das Gehirn anders reagiert. Man könne also die Empathieunfähigkeit tatsächlich messen. Auch noch, und das habe ich ebenfalls schon selbst angesprochen im Rahmen dieser Sendung, es ist eine Zeit für Tests. Man muss diese Leute identifizieren. Wir können nicht zulassen, dass diese Leute Polizisten werden, Richter, Konzernchefs, dass diese Leute verantwortlich sind für unser Geld, Man muss diese Leute identifizieren. Wir haben vor kurzem einen deutschen Neurologen, glaube ich, der dann, das war in der Presse vor ein paar Tagen, die Bild-Seite hat natürlich alles verhunzt und hat irgendwelche Gehirnteile erfunden, die nicht existieren. Er sagte dann, man könne feststellen, anhand von Gehirnscans, dass bei ganz, ganz schweren pathologischen Fällen, dass einfach das Gehirn anders reagiert. Man könne also die Empathieunfähigkeit tatsächlich messen. Diese wenigen Prozent der Menschen, die empathieunfähig sind. Das ist auch noch, und das habe ich ebenfalls schon selbst angesprochen im Rahmen dieser Sendung, es ist eine Zeit für Tests. Man muss diese Leute identifizieren, weil man eben den Kern angehen muss des Bösen, diese wenigen Prozent der Menschen, die empathieunfähig sind. Also praktisch Untermenschen. Man muss diese Leute identifizieren. Das ist auch noch, und das habe ich ebenfalls schon selbst angesprochen im Rahmen dieser Sendung. Wir haben vor kurzem einen deutschen Neurologen, glaube ich, der dann, das war in der Presse vor ein paar Tagen, die Bild-Seite hat natürlich alles verhunzt. Das ist auch noch, und das habe ich ebenfalls schon selbst angesprochen im Rahmen dieser Sendung. Wir haben vor kurzem einen deutschen Neurologen, glaube ich, der dann, das war in der Presse vor ein paar Tagen, die Bild-Seite hat natürlich alles verhunzt. Recenter TV. Das ist für viele Menschen, hat das eine Anziehungskraft, weil sie damit geschont werden, bittere, schwierige, schmerzliche Dinge zur Kenntnis zu nehmen. Alexander Benisch. Das ist ein klassisches Beispiel, wie eine schwere, frühe Verletzung und Kränkung im Erwachsenenleben dazu führt, dann solche abnormen Ideen zu verfolgen. Narzissten, praktisch Untermenschen, gelten als unkurierbar. Glauben Sie nicht, dass ein narzisstischer Mensch Ihnen jemals helfen wird? Also verwechseln Sie das nicht und seien Sie ein bisschen toleranter, wenn Sie dann irgendwelche Jugendliche sehen, die eben nicht Anzug tragen.
Und also der Stachel, die innere Bedrohung, die innere Verletzung, die ist so riesig, dass es zu solchen absurden bis perversen Haltungen und Einstellungen und Verhaltensweisen dann im Erwachsenenleben kommen kann. Das gehört ja, ist ein klassisches Symptom narzisstischer Störung. Ich bin gut und besser und alle anderen sind schlechter. Ja, und genau diese Psyche. Die Frage nach der psychischen Situation von Politikern, von Mächtigen, von Alexander Benisch, die halte ich für ganz wichtig, weil aus der psychischen Konstellation her auch die Motive ihres Handelns abzuleiten sind. Solche Figuren, sei es jetzt Hitler, sei es jetzt Stalin, sei es jetzt Alexander Benisch, die treffen immer wieder auf die gleichen Mechanismen und dann schließen sich diese Leute mit ihrem Narzissmus, schließen sich Recenter TV einer größeren narzisstischen Bewegung oder narzisstisch dominierten Bewegung an und dann wird das Ganze auf einmal sehr professionalisiert und verdammt gefährlich. Ja. Das hängt. Sitz und Tausch existiert. Sitz und Tausch existiert. Sitz und Tausch an jemanden. Und das hängt. Narzissmus oder diverse Probleme, dass rund 0,5-1% der Bevölkerung betroffen werden. Den Kern, diese wenigen Prozent der Menschen, das sind diese 1%, machen einen Großteil der Probleme aus. Praktisch Untermenschen. Wenn man bedenkt, dass es natürlich schwerste narzisstische Störungen gibt, die auf jeden Fall behandlungsbedürftig sind. Narzisstische Probleme, narzisstische Störungen. Die narzisstische Gesellschaft, scheiternde Ideologien und Modelle an der narzisstischen Praxis. Gerade bei narzisstischen Störungen. Von einer Fehleinschätzung, eben einer narzisstischen Fehleinschätzung. In der Popkultur sind Narzissten, wage ich jetzt mal zu behaupten. Die Quelle narzisstischer Störungen entsteht in der narzisstischen Fantasieversion von sich, gerade in meinem Berufsstand, in meinem Berufsstand, in meinem Berufsstand, in meinem Berufsstand ist es ja ein ganz starkes Problem. Narzissten suchen das Scheinwerferlicht. Also überrascht es mich nicht, dass viele Medienschaffende sehr starkes narzisstisches Verhalten zeigen. Nun gibt es ja Mutmaßungen, dass einfach dass ein Staat eben dass ein Staat, der dominiert wird von narzisstischen Individuen. Alle Gruppen sind narzisstisch. Alle Gruppen sind narzisstisch. Alle Gruppen sind narzisstisch. Alle Gruppen sind praktisch Untermenschen. Wie geht man damit um, dass Recenter TV unhaltbare Versprechungen machen, unrealistische Behauptungen über sich selbst aufstellen, eklatante Fehler nicht eingestehen, dies aber große Teile des Publikums nicht abschreckt, sondern im Gegenteil anzieht. Probleme, wie geht man damit um, dass Recenter TV unhaltbare Versprechungen machen, unrealistische Behauptungen über sich selbst aufstellen, eklatante Fehler nicht eingestehen, dies aber große Teile des Publikums nicht abschreckt, sondern im Gegenteil anzieht. Und das habe ich ebenfalls schon selbst angesprochen im Rahmen dieser Sendung. Es ist eine Zeit für Tests. Es ist eine Zeit für Tests. Man muss diese Leute identifizieren. Wir können nicht zulassen, dass diese Leute Polizisten werden, Richter, Konzernchefs, dass diese Leute verantwortlich sind für unser Geld. Es ist eine Zeit für Tests. Und zu verhindern, dass mehr Leute eben diesen Ballast mit sich rumschleppen müssen, es ist eine Zeit für Tests. Und zu verhindern, dass mehr Leute eben diesen Ballast mit sich rumschleppen müssen. Es ist eine Zeit für Tests. Und zu verhindern, dass mehr Leute eben diesen Ballast mit sich rumschleppen müssen. Es ist eine Zeit für Tests. Und zu verhindern, dass mehr Leute eben diesen Ballast mit sich rumschleppen müssen.